Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mist Survival. So, es gibt ein paar Infos vorab. Es kann sein, dass hier vielleicht die eine oder andere Textur so ein bisschen schwammig aussieht. Ja, hier sieht man das nicht. Hier ist das momentan wieder alles geladen. Ja, gerade wo ich angefangen habe zu starten hier. Ja, weil. Oh, hallo. Guten Tag. Hallo. Wer setzt sich vor? Achso, einfach nur gucken, alles klar. Ja, was wollte ich sagen? Ja, es ist vielleicht ein bisschen schwammig hier und da mal aussieht, weil, ja, ich habe gerade ein Update aufgespielt und dann wieder deinstalliert. Das ist dann die zweite Information. Es gab ja gestern, deswegen muss ich leider ein bisschen quatschen zu Anfang, es tut mir leid. Es gab das Update. Zum 31.10., also sprich zu Halloween, gab es. In der Nacht oder am Abend besser gesagt, gab es ein Update auf die Version 0.5. Und ja, die hatte ich auch gestern installiert, hatte tatsächlich auch gestern schon mal reingeschaut und wollte einfach mal gucken, wie es mit dem Safe Game ist. Das Safe Game war natürlich dann kaputt, weil doch so viel, dermaßen viel geändert wird im Spiel, dass man wirklich komplett neu von vorne anfangen müsste. Und hatte ich mich eigentlich so darauf eingestellt, dass ich heute halt, wenn ich hier aufzeichne, dass ich euch dann das neue Update zeigen kann und so weiter und so fort. Dass wir ein neues Spiel starten. Und heute Morgen, wo ich jetzt tatsächlich anfangen wollte aufzunehmen, stand da plötzlich eine Nachricht von dem Entwickler, dass die jetzt doch das Update wieder zurücknehmen. Das heißt, auf die alte Version, auf die Version, die wir jetzt haben, wieder zurückgehen, weil doch ein Teil der Map fehlte. Und es gibt da wohl noch den einen oder anderen Bug, den sie noch beheben müssen. Und sie versetzen jetzt quasi die 0.5 quasi jetzt wieder in den alten Zustand zurück, nee, in den Beta-Zustand zurück, bis das dann halt alles behoben und fertig ist. Und solange geht dann halt wieder diese 04, 04, 046 oder so, keine Ahnung, welche Version das ist, 046, glaube ich. Und ja. Ja, was erwartet uns übrigens im neuen Update? Also da gibt es wirklich einiges und das ist dann eben halt auch der Punkt, warum wir tatsächlich neu starten müssen. Es gibt halt eine komplett neue Karte. Die übrigens auch noch nicht fertiggestellt gewesen ist in der 05. Deswegen, das ist mit einer der nächsten Gründe, warum wir halt ein neues Spiel starten müssen. Was ist das da drüben eigentlich? Was ist das für ein Symbol? Ach so! Stimmt, das hatte ich ja irgendwie noch nach dem letzten Mal ja auch schon gemacht. Ich hatte nämlich noch mal so eine kleine Falle oder zwei kleine Fallen, die ihr das kennt, habt ihr noch gar nicht gesehen hier. Und ein paar Tierfallen, die hatte ich noch mit Zeugs bestückt, dass wir da mal ein paar fangen können. Ich weiß nicht, ob das hier sofort. Ich hatte die erstmal hier hingestellt. Ich weiß aber nicht, ob die hier auch in dem Bereich fangen oder ob man da tatsächlich in einen Bereich gehen muss mit den Fallen, wo auch Tiere rumlaufen, offensichtlich. Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe das jetzt einfach mal ausprobiert. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall muss ich wirklich sagen, also das Update sah wirklich top aus. Ich habe da ganz kurz mal reingeschaut, was mir aufgefallen war. Eben war eben halt die neue Map und es sieht alles noch ein bisschen schöner aus, noch ein bisschen besser aus, aus den Bäumen und so weiter. Das sah alles wirklich top aus. Grasflächen sah alles top aus. Es sah schon wirklich super aus. Ich habe jetzt allerdings noch nicht so viel gesehen. Das Einzige, was mir dann noch mit aufgefallen war, als ich ein bisschen durch die Gegend gelaufen bin, ist, dass nachher irgendwann noch die Map endete und dann konnte man quasi unter die Map durchlaufen. Und das war schon ein bisschen sehr merkwürdig. Hatte ich mir aber erstmal nichts bei gedacht. Weil ich mir dachte, okay, gut, das ist eine Early Access, dann kommt das vielleicht noch und dann reicht es vielleicht nochmal nach oder sowas. Naja, wie dem auch sei, scheint das wohl einer der Gründe gewesen zu sein, warum sie eben halt wieder zurückgerollt sind auf die 04 und eben halt die 05 auf den Beta-Status zurückgesetzt haben. Die Frage ist natürlich jetzt, wann kommt die 05 tatsächlich das Update final? Das kann jetzt eigentlich jeden Tag soweit sein. Es kann auch sein, dass es jetzt erstmal nochmal wieder 2, 3 Wochen dauert. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe mich jetzt erstmal zu Folgendem entschieden, weil ich will jetzt hier jetzt auch nicht groß was aufbauen, wenn ich weiß, dass dann sowieso, dass ich sowieso wieder von vorne anfangen muss. Deswegen ist es ein bisschen affig. Deswegen werde ich wahrscheinlich erstmal diese Woche, bis zum Ende der Woche, werde ich wahrscheinlich jetzt noch eben die 3 Folgen machen. Und danach komme, was wolle, erstmal Mist Survival pausieren, bis dann nachher tatsächlich die 05 rauskommt. Weil, wie gesagt, es macht an sich keinen Sinn, wenn wir jetzt hier alles aufbauen, alles machen, alles tun. Und eben nichts passiert. Na, und beziehungsweise dann nachher kommt nachher das Update und dann fangen wir sowieso von vorne an. Das macht insofern keinen Sinn. Na? Ja, gut. Was machen wir heute? Ich dachte mir, wir fahren mal die Straße runter auf die andere Seite. Da gab es ja noch, glaube ich, war das auf der anderen Seite? Mit der. Jetzt bin ich komplett falsch gefahren.
Da gab es doch diese U-Bahn-Station, ne? Da hatten wir ja nichts gesehen wegen Licht und so weiter. Jetzt wissen wir ja, wie wir Licht ankriegen. Insofern wollte ich da ganz gerne mal hinfahren und gucken, was da so abgeht. Also einmal die Straße runter bis zur anderen Seite und dann gucken wir uns da mal ein bisschen um, weil da war es ja wirklich stockduster. Da würde ich mich schon ganz gerne mal so ein bisschen umschauen. Okay. Vorsichtig sein hier. So. Ja, und das ist es im Prinzip. Und da soll einiges kommen. Da kommt wirklich eine komplett neue Map und auch so die, was man machen kann, ist komplett überarbeitet. Das heißt, man hat zum Beispiel zukünftig hat man tatsächlich auch eine In-Game-Map, was ich eben halt so gesagt habe, ne? Was ich so vermisse im Spiel, ist wirklich so eine In-Game-Map. Das kommt auf jeden Fall auch. Und ich meine gelesen zu haben, dass man auf dieser Map auch Markierungen machen kann. Aber hier war das nicht. Scheiße, dann war das doch nicht hier. Ah. Scheiße. Mist. Das ist natürlich jetzt Elend. War das die andere, komplett andere Seite? Dann muss es die komplett andere Seite gewesen sein, ne? Scheiße. Ja, und das finde ich halt richtig, richtig, richtig super, ne? Dass man wirklich sich dann mal mit einer eigenen Map mal zurechtfinden kann, dass man sich vielleicht selber Markierungen drauf machen kann. Hey, so hier, da und da ist die und die Höhle, oder da und da ist die und die Mine. Dass man immer ein bisschen einfacher zurückfindet. Gut, wir haben jetzt zwar auch hier einen Kompass, aber der ist eigentlich immer nur dann verfügbar, wenn wir den auch immer mit aktivieren. Und das ist, machen wir ja nicht. Ich fahre mal wieder auf die andere Seite. Ah, dann, ah. Das war natürlich doof. Aber auf jeden Fall sah das Update schon wirklich super aus. Ne? Also alles ein bisschen hochauflösender, sah zumindest danach aus. Vielleicht hat mich das auch getäuscht, mein Blick, aber sah zumindest schon mal richtig gut aus. Und da soll es ja einige Sachen geben. Dass es richtig schöne Animationen gibt nachher, auch wenn du Wasser trinkst und so weiter. Das sind immer eigentlich nur so Kleinigkeiten, aber das wertet ein Spiel unheimlich auf, wie ich finde. Wenn du halt richtig vernünftige Animationen hast, ob das nun Ladeanimationen sind für die Waffen oder sowas. Ich finde, das wertet immer ein Spiel ordentlich auf, wenn man da eine vernünftige Animation drin hat. So, jetzt ist natürlich, jetzt bin ich den kompletten Weg natürlich umsonst gefahren. Ich komme hier hinten rum. Ich weiß jetzt gar nicht, wo wir das letzte Mal längst gefahren sind. Ich war der Meinung, dass es auf der anderen Seite oder war das hier? War das hier die andere Seite? Kann natürlich hier die andere Seite auch gewesen sein. Dann war das hier wahrscheinlich die andere Seite. Ich dachte, das wäre über die Tankstelle. Dann fahren wir hier mal hin. Und zur Not, falls das nicht die Höhle ist, von der ich war. Falls es doch nicht die Höhle sein sollte, die ich gesucht habe. Nicht diese U-Bahn-Station. Boah. Alter Schwede. Oh! Das war gemein. Das war gemein. Das war fies. Hier wird er, glaube ich. Ja, super. Schön. Überall komme ich vorbeigefahren, aber hier nicht. Wow. Wow, 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 wow. Ja, ja, naja, ja, lass mich in Ruhe. Ach, hier waren ja auch noch Gangster. Oh, schön. Ja, toll, jetzt bin ich tot. Ja, super, hat ja geil funktioniert. Super, echt geil. Ah. Ah, klasse. Aber ich glaube, das war auch trotzdem die falsche Höhle. Also trotzdem, glaube ich, die falsche. Aber ich glaube, da in dem Punkt, wo wir jetzt hingefahren wären, da wäre nur diese, Mine gewesen, aber nicht da, wo wir eigentlich hinwollten. Wir wollten eigentlich zu dieser U-Bahn-Station. Ja, super, geil. Scheiße. Naja, haben wir es gleich wieder früh am Morgen. Ach, leck mal. Gehen
mir jetzt gerade nicht mehr so sicher, ob das tatsächlich hier war. Also hier links runter. Boah. Da haben wir wahrscheinlich den Wagen kaputt geschossen, ne? Die Schweinepriester. Kommen wir hier rum. Kann auch hier rum gewesen sein, dass es hier in einer Straße ist. Oder geht es hier einfach gar nicht... Ne, hier geht es gar nicht weiter, ne? Ja, okay, ich glaube, hier geht es gar nicht weiter. Dann fahren wir uns hier oben mal lang. So, dann dürfte es hier ja eigentlich auch gar nicht weitergehen. Ne, hier geht es, glaube ich, gar nicht weiter. Ja, und so ähnlich sah das dann tatsächlich auch in einem Update aus. So ähnlich sah es dann da tatsächlich aus, ne? Nur, dass man dann hier quasi noch so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, der Tundra würde ich jetzt nicht sagen, aber das sah aus wie, wie eine Wüste, wie so eine vertrocknete Wüste sah das aus. Aber so ähnlich. So ähnlich auf jeden Fall, ne? Nur ohne dann halt diese Barrikade und dann ging das hier halt irgendwo weiter. So sah das denn hier halt aus. Hier ist halt Ende der Welt. Ja gut, okay, alles klar. So sah es dann halt in der Beta, ja, in der jetzigen Beta aus. Von der 0.5. Aber grafisch sah das schon wirklich top aus. Ich hatte zwar jetzt nichts, wo ich mir, was ich mir groß hätte angucken können, ne? Also es war jetzt einfach nur... Das Einzige, was mir aufgefallen war, dass es noch keine Zombies, war keine Zombies zu sehen. Und die brennen ja auch mittlerweile. Bei den jetzigen Zombies ist es ja so, da ist es ja einfach, da siehst du ja einfach nur ein bisschen was vor sich hin. Boah, diese Autos, ne? Da siehst du ja nur ein bisschen was vor sich hinkokeln. Aber bei den zukünftigen Zombies, da sieht man dann ja anscheinend auch richtig, wie sie halt brennen. Das ist schon, also grafisch eine wahnsinnige Aufwertung. Und da gibt es ja eben halt noch etliche neue Goodies. Ich will hoffen, dass sie denn die Fahrzeuge auch noch ein bisschen verbessert haben. So, ich fahre hier mal ein bisschen straight. So also ein bisschen ab vom Schuss. Damit wir nicht unbedingt gleich wieder in die Gewehrschüsse reinfahren, damit wir nicht gleich wieder irgendwo stehen bleiben. Ein bisschen dran vorbei. Am Wasser lang, obwohl, na, wir müssen mal erstmal gucken, wo wir sind. Nicht, dass wir hier gleich wieder dran vorbei cruisen. Ich glaube, das müsste das sein, ne? Ich glaube, das müsste die... Ja, ja, genau. So. Dann fahren wir hier mal weiter. Dann gucken wir, wie gesagt, gleich mal auf der anderen Seite, ob das tatsächlich die U-Bahn-Station ist oder ob das die andere Seite war. Bin ich dann nämlich gar nicht mehr so sicher. Merkt man sowas immer nicht. Ja, das war nämlich dann die Mine. Ja, ja, okay. Da wollte ich aber tatsächlich auch gar nicht hin. Da wollte ich nicht hin. Da hatte ich aber zumindest auch die ganzen, das ganze Holz hier noch liegen lassen. Also wir könnten da natürlich wieder rein und gucken, aber da gab es, glaube ich, nicht viel zu sehen. Da war ja eigentlich nur dieser ja, nachher dieses große Areal, das beziehungsweise dieses Areal mit dem Aufzug. Wofür wir dann letztendlich nochmal wieder so ein Kupferdraht brauchen. Der Kupferdraht, das ist dann wieder so ein Ding, was uns dann einer der Überlebenden mitbringen kann.
So ähnlich so wie der Kompass. Können wir sonst gleich mal hier links rumcruisen? Da muss ja irgendwo noch die... Irgendwo noch die U-Bahn gewesen sein. Ich weiß noch, wir sind hier losgefahren. Aber auf der anderen Seite sind wir doch hier losgefahren und durchgefahren. Und dann sind wir doch... Waren wir doch irgendwann mal der U-Bahn. Fahren wir doch mal dahin. Da war doch auch noch eine Straße. Da fahren wir sonst mal lang. Kann auch sein, dass es hier gewesen ist. Ich bin mir echt nicht mehr sicher. Weil da war ja wirklich gar nichts zu sehen. Und da wusste ich jetzt auch nicht, ob es da noch irgendwie weitergeht, weil ich eben nichts gesehen habe. Boah. Ja, genau. Kommt uns nach, nee, ne? Hier war das nämlich, siehste. Okay. Bo, 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 bo. Jetzt noch mal rein. So. Sehen wir zwar auch nicht so viel mehr, aber mehr als vor auf jeden Fall. Haben wir jetzt, wie viel Schuss habe ich da jetzt drin? Zwei? Drei, okay. Dann gehen wir mal rein und gucken mal ein bisschen. Ich hoffe nur, dass wir uns das Auto nicht zu klump schießen. Wäre jetzt aber auch nicht so dramatisch. Sonst würde ich halt einfach nur mal neu starten. Aber dass wir zumindest hier mal gucken, was hier so abgeht. Ja, guck mal, das sind nämlich so Sachen, die sieht man nämlich nachher nicht ohne Licht. Und siehst du, da haben wir nämlich auch gleich ein bisschen Ammo gefunden. So soll das sein. So stelle ich mir das vor. So. Guck mal. High Quality Metal Scraps. Ja. Weiß gar nicht, ob es die vorher gab. Also es. Ah, okay. Leider ist hier Benzin drin. Ich habe natürlich jetzt keinen Benzintank mitgenommen. Kein Kanister. Okay. Bei hinten war ja noch so ein komisches Viech drin, ne? Was uns irgendwie bespuckt hat. Das konnte ich dann aber nicht so richtig zuordnen. Ich wusste nicht, was das ist, ob wir das verletzen können. Ob wir damit was machen und interagieren können. Was natürlich auch sehr, sehr geil wird, hoffe ich zumindest, dass es sehr, sehr geil wird, ist, und zwar, es soll nachher auch ja, zufällige I can learn from Survivor NPCs. We will find the mark. Achso, okay, okay. Molotov Cocktails. Ach, guck mal. Ah, okay, das wird nix. Ich glaube, das wird nix. Bevor ich hier noch verreck. So, haben wir noch Bandagen dabei. Obwohl, na gut, so viel Schaden macht jetzt tatsächlich nicht. Aber ich mach doch mal. Na, okay. Wart nix. Egal, ich verballer jetzt mal die Munition. Es kommt jetzt nicht mehr so drauf an. Ja, geht entweder nicht kaputt oder ich treffe noch nicht richtig. Treffen tue ich ja, aber nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. So, hier ist nichts dran. Ja, lassen wir das Viech mal in Ruhe. Aber wenigstens haben wir das Viech mal gesehen, wissen, wie das aussieht und wissen, dass es hier auch irgendwo weitergeht. Ich hoffe nur, dass es jetzt hier nicht der Todessackgasse ist. Ein bisschen Munition, siehst du? Eine Kugel, hey! Oder eine Patronenhülse, besser gesagt. Jetzt wieder zurück. Okay. Können wir hier was machen? Nee. Fire Exit. Mal einen netten Screenshot.
Hier kommt doch garantiert gleich wieder irgendwas um die Ecke gepaced, was mir so ein bisschen auf den Sender gehen wird. Okay. Okay. Ich glaube, da ist irgendwas drin, was mir ans Leder möchte. Hallo? Mal durchgucken. Ehrlich gesagt, die? Stirb? Ich sehe aber auch gerade nichts. Ich glaube, da steht er geradezu, da auf der Ecke. Irgendwo da steht er, glaube ich, da. Irgendwo dahinter. Ah, da ist er doch. Oh, okay, was bist du denn für ein Hand? Hallo. Ja, ich glaube, du bist jemand, mit dem ich jetzt nicht unbedingt interagieren möchte. Na, mein Freund. Okay. Ich glaube, ich war. Okay, ich gehe mal wieder zurück. Wir können ja gerne gleich nochmal reingehen oder später oder so, aber ich wollte eigentlich jetzt erstmal die Räumlichkeiten hier erstmal erkunden. Und schauen, was wir hier noch so finden können. Bevor wir dann sterben. Aber es kann natürlich auch sein, dass wir... Ach gut. Ich dachte, es wäre eine U-Bahn gewesen hier. Okay, also geht es hier auch gar nicht weiter. Ja gut, alles klar. Schade eigentlich. Ist auch noch ein bisschen Benzin. Vielleicht hier noch ein bisschen Munition drin. Naja. Wollte einfach nur mal gucken, was es hier so gibt. Ja, ist ja überschaubar. Hier waren wir auch schon dran, ne? Ja, genau. Hier war ja auch irgendwas an Munition, glaube ich. Hatte ich jetzt eigentlich die Sniper mit? Die hatte ich. Aber auch nur einen Schuss, meine ich. Naja, nur einen Schuss. Okay, alles klar. Sonst würde ich gleich mal gucken, ob wir vorne den Sniper weggedrückt kriegen. Ja, gut, okay. Da ist dann also ein Mutanten-Heini dran. So, wo ist der Sniper? Da muss er irgendwo da oben sein, oder? Ja, da muss er irgendwo stehen. Ich glaube, da steht auch da, wo das ein bisschen blau durchschimmert. Das heißt, hier muss irgendwo dann auch eine Base sein. Obwohl, nicht, muss ja nicht unbedingt sein. Dann steht noch einer. Bedeutet ja für mich, also für mich ist dann momentan so ein Ausguck hier so ein bisschen Indikator für NPCs, also für NPCs, die wir retten können. Ne, es war nur die Tonne, alles klar. So, komm. Zeig mir dein hässliches Gesicht.
Nein, das war natürlich ganz doof. Ja, das war natürlich richtig doof, dass wir den nicht sauber getroffen haben. Das war natürlich richtig scheiße. Auf den Winkel kriegt er mich nicht. So, witzigerweise ist es ja eigentlich immer ganz gut, wenn man jetzt möglichst nah dran ist. Dass sie einen eigentlich auch nicht kriegen hier. Na, also da müsste ich jetzt mal mich mal reinschleichen hier. Mal gucken, ob wir das gebacken kriegen. Ansonsten knallen sie uns halt ab. Wie gesagt, da ich hier nun weiß, dass das Update relativ nah dran ist, würde ich mal sagen... glaube ich nicht, dass wir hier noch so viel machen sollten. Ich meine, es war mir klar, dass ein Update kommt. Ich war mir jetzt nur nicht sicher, was die... die Safe Games angeht. Aber da es eine komplett neue Map gibt, dann gibt es eben halt noch ein komplett neues Safe Game. Das ist ja ganz klar. Also auf jeden Fall hat sich dann eine... Ah, okay, können wir den... Gehen wir nochmal rüber? Ja, ne. Ah, hier müsste garantiert irgendwo ein... Oh, wow, 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 wow. Irgendwo hocken sie hier. Hier wahrscheinlich, hier direkt, wahrscheinlich direkt hinter. Jetzt kann ich ein Stöckchen werfen. Oh. Na komm, guck ums Eck. Ja, oh, guck dir das mal an. Komm hier, tot. Sofort tot, auf der Stelle. Auf der Stelle, sofort tot. Oh, Gottes Willen. Okay, 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 okay. Ja, gut, ist dann halt so. Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle machen wir einen kleinen Break. Wie gesagt, zwei Folgen kommen noch und dann machen wir wahrscheinlich erstmal ein kleines Miss Survival-Päuschen, bis dann das Update tatsächlich kommt, je nachdem, was für Informationen uns denn da von dem Entwickler erreichen. Und vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss.